was in diesem Video passieren wird. Wollte eh keine Option sein! Du Scheibe! Wir machen heute ein E-Date mit Natalie, okay? Hi, shit. Schreib mal von 1 bis 10 in die Kommentare, wie hübsch findet ihr Natalie? Und lass ein Like da und kommentiert den Sch. Okay, was geht ab? Ich bin Emi, Emi Mono. Du bist Natalia, richtig? Ich heiße Natalie, nicht Natalia. Ah, Natalie, okay, okay. Ja, ja. Ich bin eigentlich E-Dates nicht dabei und so. Ich feiere das nicht, aber Bachelor hat mir erzählt, heute ist eine wunderberaumende Frau dabei. Er hat wohl nicht Unrecht. Und ich komme halt auch aus Münster, deswegen. Ich habe mitbekommen, du kommst aus Münster, hat er mir erzählt. Ich komme auch aus Münster. Dachte ich, nehme ich dran teil. Ja, ich komme aus Münster. Ja, was machst du so in deiner Freizeit und so? Boah, jetzt so hobbymäßig oder generell? Mhm. Ja, erzähl einfach ein bisschen generell über dich. Also derzeitig jobbe ich nur, weil ich im Sommersemester mit dem Studium anfange. Mhm. Und ich gehe sonst ins Gym und mache was mit Freundinnen und so. Ja, ja, okay. Ja, ich bin halt, auf den Influencer. Also ich mache halt Internet-Content und so, ja. Sonst, ich bin halt auch der beste Freund von Bachelor Baby. So, wir hängen oft zusammen ab. Echt? Ja, ja. Kann Bachelor auch bestätigen. Okay, ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, ich habe ihn sogar mal eingeölt. Ja, genau. Wir sind sehr gute Freunde. So auf Sydney und Corinna-mäßig mit den Füßen, oder was? Die machen uns nach! Herrlich, ich wurde zuerst eingeölt. Ich muss das klären. Ja, okay. Auf jeden Fall, habt ihr noch was zu sagen? Letzter Satz oder so? Wie alt bist du? Ja, 21 werde ich bald, also ich bin noch 20. Okay. Also was sagst du so? Von 1 bis 10? Er war nett, 7. Okay, okay, okay. Oh, 7 ist gut. Hallo! Hi. Okay, easy. 1,30 Meter Pinguin. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie so ein E-Date funktioniert. Ich rede gerade so das 7. Mal in meinem Leben mit einer Frau, aber ja, ich versuch's gerade. Läuft's gut? Warte, warte, ihr habt noch wenig Zeit. Ich habe eine Frage. Natalie, ja? So magst du mehr so Jungs, die so mehr erfahren sind mit Frauen oder mehr so Jungs, die so nicht so erfahren sind? Was heißt erfahren für dich? Ja, so ein Junge, der zum Beispiel mit so 10 Frauen was hatte, so, und zum Beispiel er, der nicht so mit so vielen zu tun hatte, zum Beispiel. Boah, also, ich mag nicht, also ich würde nicht wollen, dass er mit ganz vielen was hatte, weil ich selbst habe nicht mit vielen Leuten was gehabt. Mhm. So mäßig, deswegen würde ich wollen, der eher was Ernsteres will, aber hätte er so mit vielen Leuten was gehabt, weil er einfach Beziehungen in der Vergangenheit hätte. Er hat mit vielen Leuten, vielen Frauen was gehabt, um Erfahrungen zu sammeln, damit er es bei dir anwenden kann. So. Aber der will Beziehungen. So. Nein, nein, das will, also ich würde keinen Typen wollen, der so mäßig nur auf Lockeres aus ist oder viel Lockeres mit Frauen, mit Mädchen hatte. Weißt du, was ich meine? Okay, okay. Ja. Also findest du Pinguin gut in der Richtung? Also, er sollte auch nicht nur 7 Mal mit einer Frau geredet haben. Nein, also das war jetzt ein Spaß. Ja, ich habe jetzt natürlich schon öfters mit einer Frau geredet. Ich habe auch einen Bodycount von 1 zum Beispiel. Ist 1 viel oder wenig oder gut? 1 ist nicht viel. Ja, ich habe gefragt, viel, wenig oder gut? 1 ist doch gut. 1 ist gut. Okay, vielleicht ist für dich 1 zu wenig, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, danke Pinguin, du bist weiter. So, wie viel findest du Pinguin, so, wenn du so Emir 7 gesagt hast, wie findest du Pinguin? Er war nett, aber nicht mein Type. Von 1 bis 10? 4, weil er war nett. Okay, dann habe ich mal jemand richtig Großes für dich, okay? Ich glaube, der ist fast 2 Meter oder so. Wie heißt du? Natalie, du? Berat, was ist so dein Type? Sportlich. Ich bin größer sportlich. Größer als ich. Ich bin auch größer als du. Humorvoll. Wie groß bist du? 1,60. 1,60? Ja, das geht. Das kann ich hochheben. Wie viel wiegst du? 49 Kilo. 49, das kann ich easy Bank drücken. Ich habe auch Ace Bank gedrückt. Na, der hat wirklich bei mir zu Hause im Sabaton, da war so ein Typ und der hat ihn wirklich gebenchpressed. Bist du? Aber warum machst du eine Sonnenbrille auf? Weil du so heiß wie die Sonne bist. Damn. Ah, ja. Ja, deine Schönheit blendet mich. Genau. Ehrlich? Ey, Berat, wenn ich fragen darf, was ist dein Bodycount? Boah, nicht hoch. Also, ich bin Jungfrau. Und Lügner bist du auch noch hauptberuflich? Nee, Lügner bin ich tatsächlich nicht. Ja, warum? Ja. Wieso denkst du, dass ich lüge? Ich bin... Wieso sollte ich... So, ich warte auf die Richtige.
Das hat sich so richtig verdächtig fake angehört, weil ich Dexter extra nachgefragt hat. Ich rede doch gerade mit der Richtigen, oder nicht? Ja, also das da und so muss nicht sein. Das da ist Swag, das ist weird. Shit, okay, für dich höre ich extra auf. Danke. Okay. Erzähl mal was über dich. Ah, oh, warte, boah. Nein, nächste Runde. Oder okay, erzähl kurz. Nächste sonst. Okay, was kann ich erzählen? Also ich mache regelmäßig Sport. Also jetzt gerade trainiere ich auch für einen Marathon. Auf Ernst jetzt. Mhm. Was noch? Ich habe einen Kater, Pommes. Ich mache so Streaming und so, so wie Bachelor. Ich bin auch bald bei Bachelor beim Sabaton. Shit, und ansonsten rede ich mit einer schönen Frau gerade. Danke. Okay, danke, Berat. So, wie fandest du Berat? So, wenn der erste, also EME 7 war, Pinguin 4 war, was ist Berat? Ja, ich habe seinen... Der ist selbstbewusst, das ist doch gut. Ja, 6. Okay, 6. Was machst du so beruflich? Ich fange jetzt im Sommersemester an zu studieren und jetzt gerade jobbe ich, du? Ach so, okay. Ja, ich befinde mich gerade in der Ausbildung als Tontechniker. Nebenbei mache ich so Stream, Musik und so. Und am Wochenende helfe ich im Tierheim aus. Ja. Wie kommt's? Ist ja voll sozial, ist voll gut. Ja, ich weiß nicht, ich hab einfach mein ganzes Leben lang hatte ich schon Liebe für Tiere. Und ich weiß nicht, ist so ein Interesse von mir. Louis, Tier und ja. Magst du Tiere? Ja, ich hab einen Hund. Echt? Mhm. Okay, ja, wenn wir dann zusammenziehen, können wir uns einen zweiten Hund kaufen, oder? Nee. Wieso nicht? Der Hund bleibt bei meinen Eltern. Ah, okay. Der erste. Okay, aber dann können wir uns einen holen. Ja. Willst du mit dem Gassi gehen immer? Ja, klar. Ja, dann können wir einen holen. Ja, aber wir wechseln uns dann immer ab, ne? Ja. Okay, ja dann. Okay, stabil, dankeschön. So, wie findest du Farbe so? Der erste 6. War 7, 4, 6 und der ist wieder 6, okay. Ich check. Was steht eigentlich auf dein Shirt, Theo? Kannst du uns das mal erklären? Ja, man muss halt so seine Frauen immer richtig ordentlich behandeln, Bro. Deswegen habe ich das mal heute angezogen. Ist wichtig. Aber warum steht da Eat? Hä? Slums, Bro. Da steht Treat. Ja, oder so. Stehst du auf so welche Sachen? Das scheint gar nicht clean zu sein. Du bist unclean. Nein, denkst, guck mal, dass er AIDS hat? Was machst du denn so für Sachen, Hobbys? Hey, geile Antwort. Ich geh ins Gym. Ah, cool, guck mal, das mach ich auch so ein bisschen, also ein bisschen, weißt du. Ich habe halt nur Fußball so hoch, ein bisschen, ich spiel ein bisschen höher. Ja. Lang schon? Ich spiel schon seit ich 5 Jahre alt bin oder so. Okay. Und das T-Shirt trägst du auch so in deiner Freizeit? Nee, das habe ich für dich ja jetzt. Also, nee, so für Message für die Frauen, so dass man die immer ordentlich behandelt. So, checkst du? Ja, aber dann sollte jeder Buchstabe rot sein und nicht die ersten beiden weiß. Das ist abgegangen. Das ist abgegangen, weißt du? Du kannst nicht mal Wäsche machen. Oh. Doch, ich wohne ja alleine. Ich kann auch Wäsche machen. Warum ist sie so anstrengend? Nee, das ist nicht gut. Am Ende wäschst du meine Kleidung kaputt. Nee. Deswegen kannst du es für ihn machen. Vertrau, ich kann. Nein, Theo, zeig mal deine Wohnung. Theo hat eine Putzfrau. Guck mal, ich mach so für dich die Wäsche und so. Ich kann dir so ein bisschen die Wäsche machen und so. Ich kann dir mit dir essen gehen. So. Essen hört sich gut an. Okay, danke, Theo. Wie fandest du Theo so? Also sein T-Shirt war nicht so stark. Warum nicht stark? Hä? Die meisten Jungs würden nicht eaten. Aber seine Haarfarbe war schön. Okay, also von 1 bis 10? 7. Okay, stark. Welche Nationalität würdest du sagen, ist so am meisten die attraktivste so? Boah, ich glaube Spanier eher so. Die Schiene. Okay. Oh, Spanier? Na, for real, das ist crazy, dass du gerade Spanier erwähnst. Ich komme aus Peru.
passt ja perfekt. Also mein Name ist Arno. Du kannst mich auch Mr. 6 nennen. Warum? Na, ich habe schon vorhin gemerkt, hier sind so ein paar Leute mit weniger Erfahrung. Ich bin genau das Gegenteil, weißt du, wie ich meine? Ja, dann bist du bei mir eigentlich raus an dem Punkt. Oh, for real? I bet though. Ja, raus, komplett raus. Hä? Ja, die ist ein bisschen aggressiv. Aber ich meine das nicht böse. Jo, ganz ruhig. Dein Traummann ist hier. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin Noah, ich bin 20. Bei der kann man du nur. Du warst kacken. 21, ne? Ja. Ich meine, 22 bin ich, 22. Ja, mich war trotzdem gerade. Nee, aber sagst du, so ein Jahr Altersunterschied, ist das schlimm? Ein Jahr nicht, aber also mehr würde ich nicht so fühlen, weil dann ist es irgendwann zu jung. Ich werde dieses Jahr da auch. Also Leroy macht nicht mit, weil er reinkackt. Okay. Ajo. Und sonst, wie geht's? Wie steht's? Gut, du studierst, dir? Ne? Hm? Mir geht's auch gut. Du meintest, du studierst und machst einen Nebenjob, oder? Nee, ich fange im Sommersemester an. Ach so, okay. Nimm rein. Also jetzt noch hier, Leroy, komm rein. Was arbeitest du? Was machst du? Hm? Ich Kellner. Kellner? Boah, Gastro ist stressig, ne? Ich habe auch mal gekellnert, schwer. Aber ich würde dir viel Trinkgeld geben, ich sag so. Von sehr nett. Ja, Leroy. Trinkgeld ist der Grund, warum ich es mache. Ja, safe. So, man hat immer so dann Geld nach dem Arbeiten. Ja. Hey. Was machst du? Also ich bin gerade so, also ich fange jetzt auch an zu studieren. Dieses, also dann im Wintersemester. Eigentlich Vorlesungen haben seit 2 Wochen begonnen, aber so. Nicht hingegangen. Aber jetzt wird's hingegangen. Ab Montag natürlich. Ja. Und soweit, ich bin auch so ein bisschen am Stream. Dies, das. Entrepreneur, selbstständig. Alles, was dazugehört halt, weißt du. Okay. Easy. Hast du noch irgendeine Frage an ihn oder die Zeit ist abgelaufen? Wie groß ist er? 1,80. Ich wäre 1,90. Ich bin größer als okay. Okay. Easy. Wie fandest du Netto Noah von 1 bis 10? 7. Okay. Warte. That's racist! Leroy. That's racist! Hast du mir diese Anfrage geschickt? Ja. Ich wollte dich auch so ein E-Date haben und dann dachte ich mir, weißt du was, ich komme mal rein und ich überzeug dich von mir, damit du dann irgendwann, weißt du, danach dann die E-Date bei mir drin. Was weißt du, ich meine? Wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Wie alt bist du eigentlich? 21. 21, und woher kommst du? Münster, achso, okay. Aber was machst du so in deinem Leben, weil ich hab jetzt von den anderen jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich habe auch gesehen, so ein paar waren weird. Der eine Typ hatte irgendwas mit Eat, irgendwas gehabt. Das war richtig weird. Aber was machst du denn in deinem Leben so? Erzähl mal. Derzeit kellner ich, weil ich im Sommersemester anfange zu studieren und dann ziehe ich auch nach Köln. Achso, was studierst du? Medienmanagement. Ah, Medienmanagement. Oh, okay, das ist tough. Ich habe ja auch studiert gehabt, aber Wirtschaftsinformatik ist ja was komplett anderes. Aber ja. Auf jeden Fall, mir gefällt dein Vibe auf jeden Fall. Das habe ich ja auch so schon mal geschrieben gehabt. Und, ja. Aber was war das mit Frankfurt? Weil irgendwas war doch irgendwie... Oder hast du da einfach gekehrt so? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich aus Frankfurt komme. Ich meinte, ich komme aus Münster. Ich weiß nicht, was die mit Frankfurt meinten. Verwechselt so, oder so. Ja, okay, warte, okay, ihr müsst den Chat erklären, weil ich check gerade nicht, worüber redet ihr, ach Digga. So. Hä? Lass uns doch reden, es geht doch uns hier. Chill, Bro, let me spin my game, Bro. Ja, was für Frankfurt? Nein, es geht darum, dass, ich glaube, im Video wurde Frankfurt mal gesagt und dann dachte ich, sie kommt aus Frankfurt und deswegen habe ich sie angeschrieben, wegen Videos, so, weiß ich mal. So. Okay, aber was machst du denn in deiner Freizeit so? Wie alt bist du überhaupt? Das hast du mir doch gar nicht gesagt. Ja. 23. Achso. Kip! Ich mache Sport in meiner Freizeit und treffe mich mit Freundinnen im Gym, joggen und sonst Matcha trinken gehen und so. Okay, also sportlich so? Eis, ja. Matcha, Latte. Sportlich, okay. Zu spät beim Pilates. Weißt du schon, wie Dinge? Ist es nicht so meine Musik? Das war ein Edit, das war ein Edit. Ami-Rap und so. Okay, weil wer sind deine drei Lieblingsrapper oder Rapperin? Let's Ben. Kendrick Lamar, Drake, ich mag beide. The Weeknd mag ich auch, Travis Scott. Party Next Door. Magst du Fiend?
Oh mein Gott. Kommst du mit den größten Basics, sorry? Was ruinierst du meine 1,30? Fien, ja, okay, ja, weiter, Fien. Weiter. Raus mit Leroy. Aber wie fandest du Leroy von 1 bis 10? Er war nett. Okay, von 1 bis 10? 7. Das waren die Jungs, du hast die erstmal kennengelernt, Money. So ein bisschen. Und jetzt stellst du so Fragen, so mäßig, kommt drauf an. Vielleicht willst du mit denen eine Beziehung eventuell oder was du... Okay, Bro. Und dann stellst du Fragen, so je nachdem, was du dir so vorstellen kannst, so Beziehung oder was weiß ich. Einer hat sein T-Shirt verloren. Ja, Berat, Aber das sieht doch stabil aus, oder nicht? Ich kann auch meine Hose verlieren, wenn du willst. Soll ich? Nein, bitte. Sicher? Ja, ich hab noch eine. Okay, lass einfach anfangen. Ich merke schon. Boah, Berat mit Nathalie in einem Raum wäre so fresh. Auf jeden Fall. Was hast du eine Frage? Mali will joinen. Mali soll auch joinen. Der soll sich schnell vorstellen. So ein Glatzkopf will auch mit dir reden. Ich stehe auf du? Haare. Auf dem Kopf. Hä, aber chill. Vielleicht hat der so Haare in seine Seele. Was? Ah, der will doch nicht. Nächste Mal in Wald. Okay, sorry, mein Fehler. Auf jeden Fall. Hast du eine Frage? An alle. Die beantworten dann nacheinander. Und du sagst nichts dazu und am Ende sagst du, okay, das hat mir nicht so gefallen. Erstmal, was ist euer Type? Dann kann ich auch danach gehen. Ja, okay, die werden jetzt alle blond sagen. Stell mal eine tiefe Frage. Was ist eine Eigenschaft, also nennt die schlimmste Eigenschaft, die eine Person haben kann, und die beste. Okay. Und dann begründet. Theo? Also die schlimmste Eigenschaft beim Menschen ist für mich so Neid. Das geht gar nicht. Achso, ich meine, dass ihr so auf Flirtbasis so auf eine Flirtbasis. Also jetzt nicht freundschaftsmäßig. Okay. Also für mich die schlechteste Eigenschaft, die man haben kann, ist so, wenn man introvertiert ist, weil, guck mal, ich bin so ein kleiner extrovertierter Typ. Also großer für dich, weil ich bin 1,85. Aber ich mag das nicht, wenn so Leute einfach so nicht sich also selber sein können. So, checkst du? Das ist die Hälfte. Ja. Aber okay. Eine introvertierte Person ist ja nicht fake, sondern die ist einfach zuerst erstmal schüchtern. Das kann sich ja ändern. Das ergibt ja gar keinen Sinn an sich. Introvertiert ist ja nicht, jemand anderes zu sein. Okay. Also. Nächster. Ich, ne? Ja. Boah, also ich sag, schlechteste ist so, wenn man so unnötig lügt, so bei Kleinigkeiten, und beste ist eigentlich Loyalität. Also so auf den. Bist du loyal? Oder ich bin so loyal, wie es geht. Ich komme so loyal, wie sie kommen können. Dr. Cap. Ich jetzt, ne? Ich mag das nicht, wenn Leute so verkrampft sind, so wenn die so nicht spontan sind. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und wenn man es mit der anderen Person gar nicht passt, kriege ich da ein bisschen Knacks. Weil dann werde ich auch so verkrampfter und so, weißt du? Ja, ich verstehe. Ja. Du hast keine gute genannt. Alle vergessen die gute. Doch, wenn sie spontan ist, also das Gegenteil so. Okay. Das ist der Gott. Wenn ich jetzt... Spontaner. Ja. Also die beste Eigenschaft, glaube ich, die man haben kann, ist Großzügigkeit und Respekt. Und so eine Eigenschaft, die ich gar nicht feiere, ist so zum Beispiel halt das Gegenteil, Respektlosigkeit und so Narzissmus. Weißt du, was das ist? Narzissmus, so, wenn man noch, meinst du, glaube ich, oder? So dumm, Digga. Das heißt das nicht na... Ja, egal, du weißt, was ich meine, auf jeden Fall. Ja, Ja. Okay. Ja, bei mir die schlechte Eigenschaft ist, wenn sie halt respektlos beziehungsweise langweilig ist. Was? Warum sagen die alle das Gleiche? Sag ich mal. Also, und Gutes, würde ich sagen, einfach ehrlich, offene Kommunikation. Das ist sehr wichtig. Ja. Soll ich noch meine beste Eigenschaft sagen? Weil ich hab so nicht gesagt. Ja, mach das aber am Ende. Okay. Also ich finde, dass man eigentlich so offen über alles reden sollte. Und auch so Ehrlichkeit finde ich ganz wichtig. Und das Letzte, was man machen kann oder so sein kann, ist so
fake zu sein einfach und auch so abgehoben und so einfach sich über andere Leute stellen, das mag ich gar nicht. Ja, gut. Also bei mir ist halt so, das war basic, aber wirklich diese Loyalität ist halt wirklich das Wichtigste, weil ich wurde auch schon verarscht, so deswegen ist das für mich sehr wichtig. So. War so dein Herz gebrochen? Ja, so. Okay, hart, hart. Netto, Malta, bitte. Also das Schlechteste ist, wenn sie nicht so auf Öl einölen und sowas steht. Und das Beste ist, wenn sie halt großzügig ist und ein gutes Herz. Warte, wer hat das gerade gesagt? Ich konnte das nicht sehen, for real. der mit dem blonden Dreads. Leroy heißt der, Leroy. Ah, der ist bei mir nicht drauf. Da muss ich auf ein iPad schauen. Ah. Ja, der mit blonden Dreads und Brille. Sonne. Warte, was hat er gesagt? Der meinte so, schlechte Eigenschaft ist so Frauen, die sich nicht so einölen wollen und so. Nein, Frauen, die mich nicht mögen. Also wenn man so merkt, so, dass du so passiv abgefuckt bist. Nicht einölen, was hört ihr? Du hast so Öl gehört, Bachelor. Also wirklich. Hab nur ich das gehört? Ja, glaub schon. Okay, Nicht mögen. Also er hat gesagt, Frauen, die einen nicht mögen. Ja, nicht mögen mit diesem, dass es so passiv, so dass man merkt, dass ich manchmal so passiv abgehe, so dieses. Das mache ich gar nicht. Hast du nicht einölen gesagt? Nein! Putz mal deine Ohren, Onkel. Na, okay, doch, Hörgerät, das ist crazy, Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt, aber ja. Okay, warte, Pinguin noch. Pinguin? Ja, also, ich finde, eine gute und eine schlechte Eigenschaft ist, wenn man, zum Beispiel was erzählt, aber derjenige nicht zuhört. Ich mag es einfach, wenn jemand zuhört, aber wenn man halt nicht zuhört und es keinen juckt, warum fragt man dann? Ja, wenn man nicht aufmerksam ist. Nathan, ja. Denkst du könntest so Pinguin so zuhören, so lange Zeit, so stundenlang zuhören? Weiß ich nicht, warum soll ich das jetzt schon wissen? Ah, damn, das ist crazy. Ja, auf jeden Fall, gibt's da jemand, der vielleicht ein bisschen scheiße geantwortet hat, auf den du keinen Bock mehr hast? So? Och, eigentlich will ich den rauskicken, der sich da immer halt nackt auszieht in seinem Zimmer, der nervt mich damit. Vielleicht ist da warm. Ja, hier ist 30 Grad, ich sitze hier mit zwei Lichtern, was soll ich machen? Das ist fies, weil er hat gute Sachen genannt. Aber er soll aufhören, sich da die ganze Zeit umzuziehen. Ja, sei mal ehrlich, guck mal, das heißt nur, ich fühle mich wohl bei dir so und... Das heißt, du fühlst dich wohl bei über keine Ahnung wie viele Leute... Yo, chill, warte, aber ich fühle mich nur so wild zwischen uns beiden. Ich habe gute Antworten, ich hör auf mit der Scheiße, ich zieh mich sogar an, wenn du willst. Baby, ey, aber du bist im Raum mit ganz vielen anderen Jungs, also fühlst du dich bei denen auch wohl. Pinguin ist raus. Du bist der Beste. Pinguin, mein Gott. W-Pinguin, yo. Okay, schade, ja. Ey, Pinguin, dürfte ich dich einölen? Ja, komm, wenn du Bock hast. Korrekt. Okay, weiter geht's. Ob die eifersüchtig sind. Okay. Inwieweit, wie sollen das so erläutern? Okay, das ist lang gut, erläutern. Das ist gut. Und ob man in der Beziehung in den Club gehen darf oder nicht, ausgehen darf oder nicht, mit Freundinnen oder nicht, das alles so einmal. Okay. Theo, du bist der Erste schon wieder. Kack mich rein. Also, guck mal, für mich, ich bin null eifersüchtig, weil ich habe Vertrauen in meine Freundinnen. Und sag nicht, was ich hören will, sondern das, was sie wirklich denken. Ja, ey, guck mal, ich schwöre sogar, guck mal, mir ist das so... Ey, dein Typ Club erlaubt ist crazy. Du kannst von mir aus, weil wenn man fremdgehen will oder so, man macht es sowieso, deswegen habe ich so diese Einstellung, dass man einfach machen soll, was man macht. Also, zum Beispiel, du gehst Club. Hab deinen Spaß mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden, ist doch egal. Ich sitze zu Hause. Deswegen, das ist halt immer so mein Ding. Und ich bin auch gar nicht so der Typ dafür, weil ich hab so das Vertrauen in die Person, weißt du? Ja. Okay. Stop the cap. Gehst du selbst auf den Club? Ich? Ja, also. Ja, ich gehe manchmal feiern, aber nur, wenn so Geburtstag oder sowas ansteht. Ja. Also, ich bin sonst nicht so unterwegs. Nur manchmal so Festivals, wenn ich mal irgendwo was machen muss, weißt du? Okay. Nathalie, gehst du oft im Club mit deinen Freunden? Nee, nicht so. Okay. Ich war jetzt das letzte Mal mit einer Freundin, weil sie Geburtstag hatte. Und sonst war ich dieses Jahr zweimal im Coconut, aber das ist so ein Strandclub. Der aus Münster sollte das kennen. Das ist so... Ja, ich kenne das. Ja, und das war's.
Und zweimal in Heaven. Das ganze Jahr lang. Oha, die war einfach in Heaven. Das ist crazy. Hey, Berat, Bro. Ja, Bro. Achso, ja, weil ich sag ehrlich, ich bin eigentlich nicht so krass eifersüchtig. Also es gibt natürlich immer so Grenzen und so. Vor allem, wenn man Der hat sich sich dich liebt, angezogen. gibt es ja auch so Momente, wo der eine was macht, was dem anderen nicht passt. Und dann direkt die ganze Beziehung wegwerfen ist auch nicht sinnig. Double Penguin. Aber eigentlich glaube ich so, dass so, wenn ich was darf, dann sollst du das auch dürfen. Wenn ich was nicht darf, dann sollst du das auch nicht dürfen, so auf den. Ja, okay, ich check. Ja. Also so Gleichberechtigung. Es gibt ja auch so Ja. Paare, wo so, keine Ahnung, der Typ darf feiern gehen, aber die Chaya nicht. Und andersrum dann, Ja, das weißt ist unfair, das würde ich auch nicht du. mitmachen. Ja, das finde ich zum Beispiel auch dumm. Ja. Ja. Aber Natalie, was, wenn dein Freund so fremd geht? Musst du dann auch fremd gehen? Nee, dann ist es einfach vorbei. Ich muss mich ja nicht auf sein Niveau begeben, hä? Das ist total dumm. Nur weil er Ah, mir fremd das wäre geht, halt heißt es double nicht, dass ich ratio. mich Valid. auf seinem Niveau Okay. begeben muss. Dann ist es einfach vorbei. Fertig. Check. Mein Niveau, Und dein wenn ich es Niveau. erfahre, ist das Emil. gut. Dann bin ich ihn los. Facts. Guck mal, ich sehe die Sache seit so ein Breach. paar Monaten ein bisschen anders. Früher war ich so vielleicht ein bisschen verkrampft, hätte mir gedacht, yo, das ist nicht so cool, das ist nicht so cool. Gehen Aber wir jetzt, ich sag ehrlich, mir ist das ein bisschen egal, also was meine Freundin machen würde, solange man das Vertrauen in der Beziehung hat und so. Weil ich Ja. bin so auch manchmal ein bisschen unterwegs, da, so wegen, aber meinem Influencer-Kram nicht so einfach aus Spaß oder so, sagen wir. Ich werde da auf ein Konzert eingeladen, da auf ein Festival, so. Okay, aber ich finde Konzert, Ja, also nein, aber das so nicht ganz Festival, Club schlimm. oder so. Letztens wurde ich auch in Okay. einen Club eingeladen. Ja. Das war Natalie, auch. du musst dir aber so vorstellen, ne? Zum Beispiel Emir Mono, der war auf meiner Show Backstage, der war bei Ken Carsons Show Backstage, so würdest du das mitmachen? Das ist schon crazy, oder? Hä, warum? Da passiert doch nichts. Du Ja, sollst ja, natürlich Backstage Leute ja, einölen. ja, Nein, aber so, das meine ich. Ich werd jetzt auch bald in Österreich für so eine Clubshow gebucht und so. Und Das ist crazy. ja, aber so, zum Beispiel, ich war letztens das erste Mal im Club und Club finde ich eigentlich nichts Gutes, weil ich war da auch VIP und also voll viele Leute kamen, alle betrunken, ich trinke halt nichts, die haben mich die ganze Zeit angepackt und so, die Frauen und so. Ich dachte mir so, yo, ich will nichts und so. Deswegen, also Club ist kein guter Ort, das merke ich immer wieder. Okay. Aber so meine Freundin dürfte machen, so, solange Vertrauen in der Beziehung da ist. Ja. Fabri. Ja, also ich bin da ganz Emirs Meinung. Ich bin nicht dieser Typ, der so seiner Freundin Sachen verbietet. Aber also es kommt halt zu einem Punkt. So, ich habe halt Vertrauen in dir und wenn du halt verkackst, so dann ist es halt so. Und dann kommt das halt dann noch dazu, dass ich es beende. Ja, fair. Ja, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, bin ich ehrlich, weil ich glaube, wie der erste Kandidat gesagt hat, wenn man betrügen möchte oder lügen möchte oder sonst was, wird man es so oder so tun. Und ein Club selbst, dafür habe ich sehr wenig Zeit, wegen Job, Influencer-Kram, Fußball und so weiter und so fort. Aber so ein oder andere Geburtstag und mich würde es nicht interessieren, wenn meine Freundin feiern gehen möchte, soll die feiern gehen, weil sie ist ja nicht umsonst meine Freundin. Ich habe dann vollstes Vertrauen zu ihr so, weißt du? Deswegen. Ja. Mosi. Also ich bin eigentlich nur dieser eifersüchtige Mensch oder sowas ähnliches, aber ich bin halt immer noch so dieser, ich care für dich in der Beziehung. Und wenn du mir so sagst, mit wem du gehst und halt wohin du gehst, dann ist eigentlich alles gut, weil so eine Beziehung basiert ja auf Vertrauen und so. Und wenn man sich gegenseitig vertraut und das dann passt, dann wird eh nichts passieren. Das bin ich halt der Meinung. Ja. Soll ich meine Meinung auch sagen oder gar nichts dazu sagen? Ja, doch, sag. Wende, warte, sonst machen die dir nach, weißt du? Ach stimmt, ich sehe den anderen die ganze Zeit nicht. Ey, Tut das mir ist leid. doch. Nehmen sich die ganze Zeit Das nur ist auf mich. Ich racist. muss mich danach Nur weil er dankgucken. schwarz Das muss ist. korrekt sein. Nein! Soll ich so ins Bild rutschen oder? Ihr Nein. macht Hände hoch, weil schwarz ist crazy. Müssen alle Nein, ich Schwarze habe nichts in gesagt. Wie, weil der. Wie, weil der schwarz ist? Ey. Nein. Macht mal bitte alle die Faust hoch. Hä? Was soll das? Hallo? Come Es on, geht Bro. darum, mein Handy buggt und da ist immer noch der Typ mit dem Peace, den ich als erstes rausgeworfen habe. Ja, Tut mir alles gut, ganz. alles gut. Okay, Ja. Ja, ich wir höre mir machen das nur jetzt an. Späße auf jeden Fall. Ich hab. Wir wissen schon, was du meinst. Nein, ganz. Also, ich sag, vom Jetzt Ding her, bist du so ein bisschen so. Eifersucht, so in der Beziehung ist auch sowas, was so ein bisschen auch so den Spice gibt, so vom Ding her. Aber ich würde jetzt niemals irgendwas verbieten, so wie der Rest auch auf jeden Fall. Aber so,
halt so klar kommunizieren, so, okay, du magst es nicht, wenn ich mit, keine Ahnung, 15 Mädels im Club bin. Ich mag es nicht, wenn du, keine Ahnung, das Gleiche machst. Sowas, weißt du, so. Nein, also nicht, dass ich das mach, bitte. Ich gehe nicht mal in den Club. Also, ja. Ja, okay. Nein, aber so, dass man halt klar kommuniziert, wo sind die Grenzen? Und da, dann, dass man so, dass er sagt, aber halt, wenn die andere Person das dann machen möchte, dann kann die das ja machen, man kann ja nichts verbieten, so vom Ding her. Aber halt so sagen, so feiere ich nicht, dies, das, passt. Auf jeden Fall, gab es da einen, der ein bisschen Korker geantwortet hat? Ich überlege. Ja, die haben Loki alle das Gleiche gesagt. Die haben alle dasselbe gesagt, das ist voll schwierig. Ja, dann musst du noch eine Frage stellen und du musst dir sagen, die sollen so direkt schnell antworten. Weil ja, ich sag so eine Frage. Hattet ihr ein Problem damit, wenn, das habe ich alles schon erlebt, ein Mädchen öffentliches Insta hat? Habe ich nicht, aber so, will ihr irgendwas verbieten, irgendwas zu posten? Nein, niemals. So, wir haben doch alle öffentlich. Könnten sie auch so ihren Arsch posten, so Bikini und so, und dann so in so Dessous? Ja, so, Dessous, hä? Nee. Achso, nee. Ey, ich brauche gute Fragen, ich habe eine schlechte. Okay, was ich habe eine schlechteste Eigenschaft. Schlechte Eigenschaft, nur eure schlechte Eigenschaften. Das war doch erste Frage. Wart ihr schon mal unloyal? Okay. Die werden auch alle Nein sagen. Die cappen alle. Black man don't cheat, merkt ihr das? Facts. Lightskins cheaten auch nicht. Facts. Du bist kein Lightskin. Hä? Du bist kein Lightskin. Warum sagst du das? Würdest du sagen, Weiße cheaten nicht, aber das Lightskin cheaten nicht. Okay, auf jeden Fall. Ich habe eine gute Frage. Lieblingsstellung. Sagt los. Und die schlechteste Stellung ist raus. Okay. Missionar, weil ich will meine wunderschöne Freundin auch sehen können. Deswegen, ich mag so, halt, wenn ich dich angucken kann, so, weißt du? Okay. Haha, du wurdest schmutzig. Boah, also 96 ist auf jeden Fall gut. Ja, ich geh Standard Doggy so. Das heißt doch 69, Bo. deswegen habe ich keine Ahnung. Also ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich bin recht noch unerfahren, aber wenn ich was sagen müsste, dann auch Missionär. Ja, der andere davor hat nicht geantwortet. Doch, ich meinte, es war ein bisschen Standard, aber Doggy, ja, Backshots. Was hat jetzt der gesagt? Missionar hat Fabri gesagt. Okay, dann weiter. Backshots. Weiter. Ich muss auch mit Missionär gehen. Weiter. Der fliegende Holländer. Kannst du vormachen? Zeig mal. Was ist das? Das muss man rausfinden. Oh, er muss ein Freak sein, er muss mindestens 20 Körper dafür haben. Nein. Nur im O-Block. Okay, welche Antwort war die schlechteste? Also, auf dem, was dir am wenigsten gefällt. So. Ich sag dir letztes raus, weil ich das nicht kenne. Das ist doch mal was Neues. Kennst du nicht den fliegenden Holländer? Das ist ein Klassiker. Erklär doch. Guck mal, du musst überlegen. In die Decke, 4 Schrauben rein. Liebeschaukel runter. Und dann mit raus. Boah, er hat Bolt kommt über 30. Was für eine kranke Scheiße. Oh mein Gott. Was für eine kranke Scheiße. Wie wär's, wenn jeder sein perfektes erstes Date einfach sagt? Ist das eine gute Frage? Ja, das ist gut. Ja. Theo, das ist gut, Bro. Okay. Guck mal, ich hab schon. Und zwar, ich hol dich ab mit meinem AMG-Auto. Und danach, wir gehen zusammen was schön essen. Es muss ja auch nicht spät sein, wir können mittags essen gehen. So, ich würde essen gehen, dann natürlich, ich bezahle als erstes, so, weil ich lade dich ja ein, weil ich will dich ja kennenlernen. Und dann, wir können so spazieren gehen. Ich finde sowas eigentlich chillig, spazieren gehen, ja. Das ist so mein Ding. Und danach fahre ich wieder nach Hause und dann vielleicht, oder ich kaufe dir noch was, so, weißt du? Ja, du musst mir nichts kaufen. Okay, ja, dann ist doch gut. Nein, ist nett, aber du musst mir ja nichts kaufen. Oh, hört sich gut an, doch. Also ich sag ehrlich, ich mag das, wenn das erste Date relativ kurz ist, weil wenn man sich das erste Mal trifft, weiß man nicht, ob das jetzt so direkt matcht und so, und vielleicht ist es unangenehm. Warte, wie kurz, Bro?
Wie ja, kurz? 30 Minuten? Ein, zwei Stunden, so nicht zu lange. Einfach, dass man sich vielleicht auf einen Kaffee oder so trifft, bisschen kennenlernt, so direkt checkt, okay, vielleicht ist das, also so, vielleicht versteht man sich vielleicht nicht, aber erstes Date erstmal kurz halten, so. Und dann hat man sich schon ein bisschen aufgewärmt und dann kann man zweites Date dann etwas unternehmen, was man dann so länger macht, so irgendeine Aktivität, die man dann länger macht, so. Okay. Wenn dann beide überhaupt wollen, so. Weil vielleicht merkt man auch schon, dass das nicht passt, so. Guck mal, wir treffen uns Münster Innenstadt, dann wir gehen ein bisschen spazieren, wir gehen was essen, Kulti, Peter Pan oder so. Und dann wir können ja so ein bisschen durch die Innenstadt gucken, ein bisschen Asi spazieren, sowas. Ja, hört sich gut an. Magst du Burger? Ich? Ja, ihr geht ja zu Peter Pan, das ist doch Burgerladen. Ja, aber Peter Pan ist so schickerer Burger. Weißt du, was ich meine? Okay, jetzt tut sie zu. Das ist lecker. Das wäre lecker. Das ist wirklich kein Schicker. McDonald's? Ja, McDonald's ist Quatsch. Ja, okay, aber wer geht Wir müssen nicht für 100 Euro essen gehen, um uns kennenzulernen. Das ist Quatsch. Facts. Fabri. Machst ja, also du ich bin ein recht spontaner. Ich würde erstmal so halt essen gehen oder so. Und dann können wir ja mit deinem Hund Gassi gehen. Und ja. So. Zum ersten Date lernst du den nicht kennen. Auf gar keinen Fall. Wieso denn nicht? Ich kann gut mit Hunden umgehen. Ich hab dir gesagt, ich arbeite Nein, ehrenamtlich in einem Tierheim. Nein, dann müssen wir zu mir gehen und den Hund abholen. Nein. Du kannst ihn ja von Anfang an mitnehmen. Das wirst du ja nicht. Okay. Und ja, ansonsten so... Den Rest entscheidet man so spontan. So. Okay. Also, ich würde dich erstmal zum Fußballspiel von mir einladen. Sagt dir Kickers Offenbach was? Nee. Naja, ich bin Profifußballer dort, deswegen spiele ich ja dort. Ich würde dich erstmal ein. Egal, Fußballer, ich bin Fußballer dort. Ich würde dich da einladen, Stadion. Weißt du, wie ich meine? Guckst erstmal zu. Mhm. Ein oder andere Törchen für dich natürlich auch schießen und dann nach dem Spiel dann irgendwo genüsslich. Irgendein Restaurant, irgendwas Kleines, Sensakan oder sonst irgendwas so, weißt du, holen. Bisschen spazieren, bisschen reden und ja, danach dich nach Hause fahren. Was meinst du mit Tore schießen? Hey, im Fußball schießen, doch Tore, ich bin Stürmer, ich muss Tore schießen. Ah, okay. Oder? Hast du es anders verstanden? Ich nicht. Ja, okay. Ja, weil, okay, gut, alles gut. Also für mich das perfekte erste Date ist so, finde ich, Kochen, auch wenn es so direkt ist vielleicht. Aber ich finde, so beim Kochen lernt man sich echt gut kennen, so mit Musik und so, man kann viel lachen und so. Und also nichts, also es gibt nichts Besseres als Kochen, was dich verbindet mit einem Menschen. So, du kannst die Menschen sehr gut kennenlernen dadurch und du sagst, okay, ist nicht mein Type oder irgendwie sowas, dann kannst du eh schon sagen, okay, nach dem Essen, okay, ich geh jetzt heim oder sowas ähnliches, was du auf den. Ich kick den mit dem Headset raus. Der mit dem weißen T-Shirt, weil er das mit dem Hund meinte. Oh, damn. Sorry. Ja, er ist auch okay. Komisch, ich hab gehört, der macht komische Sachen mit Hunden auf jeden Fall, deswegen hast du mich entschieden. Ey, warte, wir haben von einem Mädchen, von Jessie, eine Frage, ob, vielleicht juckt dich das, Kinder, wie viele Kinder und so? Ja, können wir fragen. Okay. Können wir mal von hinten anfangen, weil ich bin immer der Letzte irgendwie. Okay, wir fangen von dir an. Und die hatte, wann Kinder, wie viele und so, vielleicht sogar Namen, wenn du so Namen hast. Ja, also ich finde grundsätzlich, man sollte so zwei Kinder haben, so im Leben jetzt. So ein Junge, also zuerst ein Sohn und dann so eine Tochter. Ich finde, so, man sollte so Mitte 20, Ende 20 so seine Kinder bekommen, weil dann bist du auch noch so jung, wenn die so erwachsen sind. Und ja, das war's eigentlich. Und Namen habe ich jetzt keine. Ich finde so viele Namen schön, aber so Mädchennamen finde ich so Isabella ganz schön, ja. Aber so Junge habe ich nicht. Melanie? Gesehen. Isabella habe ich gesagt. Achso, sorry. Ich habe es nicht verstanden. Ja, okay. Man sollte zwei Kinder. Ja, ich gehe auch so mit zwei, drei Kindern. Das ist so, sag ich mal, das Perfekte. Ich habe ja auch selber einen jüngeren Bruder. Deswegen den ersten Leo Junior und den zweiten Jay Kwan. Oh. Hast du Kinder? Ich? Ob ich Kinder habe? Natalie, hast du gehört, dass Leo eine Baby-Mama hat? Ja, aber das, egal, nein. Egal.
Okay. Guck mal, früher, ich wollte mal echt Frühkinder haben, so Anfang 20 gefühlt, aber jetzt weiß ich, das wäre keine gute Idee, weil so jetzt, Stand jetzt, ich könnte mich darum gar nicht kümmern, ich reiß viel rum, bla bla bla, also, und dann würde ich die Frau alleine lassen, das macht man ja nicht. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich irgendwo die ganze Zeit so weg bin und dann so Frau alleine Kind großziehen muss, aber vielleicht so in Zukunft, aber wie viele wüsste ich nicht, aber auch so, ja, keine Ahnung, wäre mir eigentlich ein bisschen egal, so. Okay. Also wie viele wäre dir komplett egal? Also jetzt nicht, ich will jetzt keine 20 Kinder so. Auch nicht so 6, 7 und so auch schon zu viel, aber so 1 bis 3 oder sowas. Vielleicht 4. Wer hätte 6 oder 7 Kinder? Ist ja die ganze Fußballmannschaft gefüllt. Ja. Okay, weiter. Nathalie, denkst du, du schaffst so viele Kinder so zu bekommen so? Das ist auch nicht die einfachste Sache so. Ich will keine 6 oder 7 Kinder. Also ich muss es gar nicht schaffen, alles gut. Aber stell mal vor, dein Mann will unbedingt so, dann könnte vielleicht so eine Leihmutter ins Spiel kommen. Nein, das ist der falsche Mann für mich. Ah, Tote. Okay. Wie viele willst du denn? Sag ich nicht, weil ein paar Leute noch antworten müssen, am Ende kann ich das sagen. Ich glaube, ich hätte gern 2 bis 4 Kinder so, weil ich finde Einzelkinder, ich finde, die sind irgendwie immer komisch und ja, keine Ahnung. Also ich finde das, also so natürlich am liebsten, im Endeffekt, man kann das nicht entscheiden, aber so ein älterer Bruder, der sich dann um die kleineren, ob das jetzt Mädchen oder Junge sind, ist egal, aber sowas finde ich wichtig. Und die sollten dann aber auch ein bisschen Altersunterschied haben, weil oft werden so Kinder voll, wenn zu schnell neue kommen, werden die Älteren voll schnell so, kriegen keine Achtung und so von den Eltern. Und das ist auch wichtig. Okay. Guck mal, ich sehe das bei meiner Erziehung ganz gut, so, ich habe einen Bruder, eine kleine Schwester, so, und deswegen finde ich das halt gut, wenn man so mindestens schon so 2 hat, ja, und dann auch so Ende 20, Anfang 30er so eher, ja, weil ich will noch so meine, also ich will noch die Prime des Lebens noch so mit dann meiner Frau so an der Seite noch genießen und dann noch so ein bisschen rumreisen und so, checkst du? Ja. Das Legitim. Soll ich jetzt meine Meinung noch sagen? Ja, bitte. Ich finde eigentlich alle Antworten waren legitim. Ich würde auch so 2 sagen. Was ist euer Plan für die Zukunft? Was ist euer Plan für die Zukunft, Jungs? Also, ich soll anfangen? Also, wo seht ihr euch so mäßig in 10 Jahren oder so? Also, in 10 Jahren will ich auf jeden Fall so weiterhin noch mit meiner Familie gut in Kontakt sein. Das ist das Wichtigste für mich. Und ansonsten halt so meine Ziele erreichen, ne, so, und am besten so mit meiner Frau dann zusammen. Hallo Francesco. Ja. Ist eine gute Antwort. Also in 10 Jahren. Ja, er macht zu viel. Ja. Okay, easy. Also ich sag in 10 Jahren. Die mag ihn, Loki. Da bin ich ja schon, schon über 30 so. Und ich habe vor, wenn ich dann so, wenn das mit Social Media alles klappt und so, dass ich dann einfach und ich so nicht mehr von Social Media leben muss, dass ich dann einfach alles lösche, mir ein Haus irgendwo etwas abgelegener hole und dann einfach so mit meiner Frau bisschen ruhige Tage genieße, vielleicht ein paar so Hobbys. Ich wollte schon immer mal ein Instrument lernen. Es gibt noch so voll viele Bücher, die mein Vater hat, die ich gerne lesen wollen würde, so. Und solche Sachen so. Also so. Ja. Okay. Einfach Fan. Ich sag ehrlich, ich finde das sehr schwierig, weil, wie soll ich sagen, du merkst das ja selber, du warst bei Chedu in einem E-Date, jetzt bist du hier, das geht in diesem Influencer-Ding immer voll schnell, man erlebt so richtig schnell von da nach da die Situation und bei mir ist das gerade Zeit auch ein bisschen so. Deswegen, ich könnte das null einschätzen, was ich in 10 Jahren mache, aber, Ja, eigentlich das. Ich habe wirklich keinen Plan. So, ich bin ja sehr spontan und so. Ich bin ein bisschen so, was das angeht, ich habe nie so einen richtigen Plan. Okay. Ich check, was du meinst. Ja, ich hoffe, also Influencer-Ding läuft gut und ich habe halt Geld. Also du hoffst eigentlich, dass du in 10 Jahren eigentlich dieses Influencer-Ding klappt letztendlich. Ja, aber das klappt ja jetzt schon sehr gut so, dass es einfach nochmal besser klappt. Okay. Ja, bei mir ist es, kurz und knapp gesagt, abgesicherte Zukunft mit Kindern am besten, meiner Frau, dass dann alles, sag ich mal, so
läuft, wie ich es mir auch jetzt denke, weil ich tue ja jetzt sehr viel dafür, sehr viel arbeiten, dass es dann in Zukunft dann besser läuft. Leroy, du hast ja vor kurzem, vor ein paar Monaten ein Haus in Ghana geholt. Würdest du Natalie sagen, die muss dann mit dir da leben? Nein, das ist, wenn sie irgendwann sagt so, ey, weißt du was, komm, ich hab genug von Deutschland, dann können wir gern dorthin. Oder du sagst, ich weiß, willst du in Deutschland bleiben? Oder hier weiß weiterhin leben? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Dann kann man sich irgendwann mal so ein Land aussuchen, wenn man sagt, okay, man hat alles gefestigt, man hat ein gutes passives Einkommen, dann kann man auch gerne auswandern. Lass mir ein warmes Land. Spanien. No. Oh, Spaß. Ghana, Spanien, Portugal, wo auch immer. Ey, völlig egal. Aber sie muss nicht, sie muss nicht. Okay, ich hoffe so in 10 Jahren, dass ich auch so abgesichert bin über alles und geldtechnisch und so. Ich hoffe auch, dass ich so Kinder habe und auch vielleicht so married bin. Kann sein, kann auch nicht sein. Und ich will auch so nicht jeden Tag so aufstehen mit dem Gedanken, oh fuck, ich muss noch das machen, das machen, das machen. Einfach so chill Leben haben, schon überall gewesen sein und sowas. Und langsam in diese Richtung gehen, dass ich so Vater-Dinge mache, meine ich. Ja. Auf jeden Fall, so aufgrund dieser Antworten, so kannst du jemanden kicken oder nicht? Ich glaube, ich kick Leroy. Ich wollte die 400 Euro eh nur rippen, Scheiße. Er meint, er wollte deine 400 Euro klauen. An der nur. Guck mal, wie schlimm Männer sind einfach. Der zweite raus. Berat. Wie sieht der aus? Der auf sich zeigt. Entschuldigung. Ah. Alles gut, ich wollte eh keine Option. Raus mit dir! Ich wollte eh keine Option sein. Du Scheibholz! Wow, 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 wow. Crazy, ja, Leute. Ja, komischer Typ. There's only two. Okay. Ich stelle die Stichfragen für dich, okay, Natalie? Okay, machst du so 3 und dann gucke ich aus den 3 Fragen oder machst du eine? Wir machen 3, wir gucken aus den 3 Fragen und dann wer zum Beispiel 2 gut beantwortet hat und der andere nur eine, machst du 1 Punkt für den. Und dann bist du 3 Punkte, also 9 Fragen insgesamt. Was sind deine größten Ängste in Bezug auf deine Beziehung mit Natalie, Theo? Schnell. Okay, meine größte Angst ist so, wenn sie, also stell mal vor, so ihre... Kannst du mal schneller Eltern, beantworten? Stell mal vor, ihre Eltern mögen mich nicht, so 1, so 2, so Ängste ist noch so, dass sie einfach stirbt. Und 3 ist so, 3 ist so, dass sie vielleicht, also mich stört es ja nicht, aber dass sie zu viel angeschrieben wird, weil sie so hübsch ist. Okay, Emil. Ja, ich habe keine Angst, also soweit denke ich noch nicht, keine Ahnung. Ich hätte jetzt keine Angst, wenn wir so was machen, keine Ahnung. Wer hat diese Frage gewonnen? Der Erste, weil er was beantwortet hat. Okay, weiter geht's. Hat einfach weiß ich nicht gesagt. Okay, warte. Welche Werte sind dir in einer Partnerschaft am... Okay, nein, scheiß mal darauf. Wie definierst du Liebe und was bedeutet sie für dich? Okay, Liebe ist für mich gegenseitiges Geben und Nehmen. So, das ist für mich. Und aufeinander aufpassen. Ganz wichtig, weil, guck mal, ich muss dich auch beschützen irgendwie so. Geben, dann, geben. Ja, das waren, ja, geben und nehmen und beschützen, so gegenseitig helfen und supporten. So, ich brauch Support, so, weißt du, für meine Träume und Ziele. Und bei dir, Emil? Ja, bei mir eigentlich das Wichtigste, dass man sich gegenseitig unterstützt. Sagen wir, ich will irgendwas erreichen, dass du mir, also was heißt dabei hilfst, aber auch, dass du so mir dabei hilfst, daran glaubst und so. Und das Gleiche würde ich ja auch für dich tun. Sagen wir, du hast irgend so einen Traum, dass man so das versucht zu schaffen. So. Wer hat das besser beantwortet? Bin das Gleichstand. Okay, also 2-1. Okay, warte. Was war der prägendste Moment in deinem Leben, der dich zu dem gemacht hat, was du heute bist? Dass ich vom Dorf in die Stadt gezogen bin, weil es hat mich so doll verändert, weil sonst wäre ich so auf dem Dorf groß geworden und ich sehe so meine alten Kumpels, wie die sich verändert haben. Und ich finde einfach gut, dass ich das gemacht habe mit meinem Fußball. Dadurch bin ich in die Stadt gekommen und dadurch verändert und danach habe ich halt so auch Bachelor entdeckt und das hat mich verstanden. In welchem Sinne hast du dich verändert, ist die Frage. Ja, guck mal, ich war so Simson-Fahrer und sowas. Früher sah ich so auf der Wave. Was warst du? Ich war Ossi, so, weißt du?
Ich komme ja aus dem Osten. Es eskaliert. Und jetzt, seitdem ich vom Dorf weg bin, ich bin normaler Mensch geworden, ja. So, deswegen. Okay. Und bei dir, Emil, prägendste Moment? Boah, bei mir, ich hatte früher so viel Familienstress und so. Ich bin nicht so gut aufgewachsen. Ich glaube, das hat so viel mit einem gemacht. Aber jetzt, ich würde sagen, nicht mal schlecht, sondern man ist so also ein bisschen reifer und so auf den. Okay. So, von diesen drei Fragen, wer hat die meisten am besten beantwortet? Was würdest du sagen, wer kriegt den ersten Punkt? Ich habe die ersten beiden Punkte doch schon gesagt. Ja, okay, ich habe dir doch erklärt, ich stelle 9 Fragen. Ach so. Pro 3 Fragen ist ein Gewinner. Sorry, dann da oben, weil die erste Frage wurde von dem unten nicht beantwortet. Ah, damn. Aber sei mal ehrlich, könntest du die Frage beantworten? Kann sie die auch beantworten? Ja, okay, beantworte die Frage, was sind deine größten Ängste auf Bezug von der Beziehung zwischen dir und Emir? Ja, meine größte Angst wäre, dass irgendwie zum Beispiel ich einen Unfall baue im Auto und er deshalb stirbt, weil ich so schlecht gefahren bin. Ja, ja okay, dann keine Natalie am Steuer. Well, yo. Und kein Bachelor am Steuer, ich bin auch ja. Auf jeden Fall, okay. Ist das eine Antwort? Okay, weiter geht's. Wie gehst du mit Konflikten um und was würdest du dir in solchen Situationen von Natalie wünschen, Theo? Okay, also das Wichtigste ist für mich schon mal nicht über das Handy, das geht gar nicht. Ich komme zu dir und wir klären das da. So, also ich komme jetzt zu dir. Was, wenn Natalie so in dein Gesicht so die ganze Zeit dich anschreit und nicht aufhört? Was machst du dann? Dann gebe ich ihr erstmal so ihre Zeit so und dann komme ich halt ein paar Stunden später wieder, dass wir das so klären können, wenn sie sich ein bisschen beruhigt hat. Und dann können wir das halt so aussprechen. So. Ja, bei mir ist auch so, ist wichtig, dass man drüber spricht. Aber ich bin jemand, der hat an sich eigentlich so gut wie nie Streit. Deswegen ist das immer ein bisschen für mich, wenn ich Streit habe, ich ignoriere das erstmal ein bisschen. Also mit ignorieren, wenn die Person so richtig durchdreht, lasse ich ihr, so wie er es meinte, so die Zeit ein bisschen runterzukommen, bla bla bla. Und dass man das dann in Ruhe klärt. Ja, das ist aber Facts. Mit ihm hier zu streiten, ist wirklich ein bisschen, also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, weil ich bin nicht so ein emotionsvoller Mensch, so auf den. Bist du emotionsvoll? Also nicht so richtig, mich nimmt nie etwas so richtig krank. Your Bachelor, 3 Monate. Prime, dritten. Okay. Ich Bachelor Zack. Okay, von dieser Frage, wer hat das besser beantwortet gerade? Die haben eigentlich gleich geantwortet. Okay, dann Gleichstand. Was bedeutet für dich Intimität und wie kannst du das in der Beziehung mit Natalie vertiefen? Oh, guck dir so. Für mich, ach so, ja, doch, ich check. Gegenseitig so, einander, so, Liebe zeigen und so. Also, ist die Frage scheiße oder bist du scheiße, Digga? Ja, die Frage ist halt ein bisschen doof, so, ich hab kein Abi. Soll ich drauf antworten? Ja, Mann. Nein. Doch, also das Wichtigste ist ja erstmal, also damit man Intimität aufbaut, dass man sich halt erstmal besser kennenlernt, weil wir kennen uns ja jetzt vielleicht so, warte, seit 2 Stunden, aber ich habe ja nicht durchgehend 2 Stunden mit dir geredet und wir kennen uns jetzt wirklich nur über dieses Thema, dass man sich vielleicht mal trifft, redet, weil so kann man erst Intimität aufbauen. Okay. Das war nicht wegen dir, du darfst weitererzählen. Ja, das war's. Okay, ja, Punkt geht für den zweiten unten jetzt. Okay, 2-1 bis jetzt. Warte. Ich habe den Kommentar gelesen, sie schaut sich live selbst, also ja. Selbst an, weil ich die ganze Zeit auf mein iPad gucke. Ja, tust du auch. Welche Rolle spielt Familie in deinem Leben und in unserer in deiner Beziehung mit Natalie, Theo? Also die größte Rolle, wie gesagt, ist die Familie, weil wenn das nicht workt, dann geht es halt nicht. Welche so. Rolle spielt deine Familie in deiner Beziehung mit Natalie? Ja, eine wichtige Rolle. So. Halt. Na, guck mal. Oh. Ja, ich kann drauf eingehen. Also bei mir, meine familiäre Situation ist halt ein bisschen schwierig. So, ich rede dann eigentlich nicht so gern drüber im Internet, aber zum Beispiel meinen kleinen Bruder, den sieht man oft in meinen Videos und so. Der ist mir halt schon sehr wichtig, weil der ist so ein bisschen lost. Würdest du mit Natalie und Tana rausgehen? Ja, das ist ein bisschen komisch so. Das ist
Nee, das ist eigentlich komisch. So, wenn sie das unbedingt will, so. Weil mein kleiner Bruder heißt Tana. Also den kennt man auch ein So, bisschen. ja, habe ich gecheckt im Kontext. Also ich würde auch so mit meinem Bruder und so. Und Schwester. Ich würd halt meine Schwester so Würdest du vorstellen. deine Schwester so mit Natalie sich so schminken lassen und so? Ja, 100%. So, das würde ich auf jeden Fall hoffentlich. So, ich freue mich so, wenn meine Frau sowas macht mit meinen Brüdern und Schwestern so. Okay, wer hat diese Frage besser beantwortet, Natalie? Unten, weil der direkt eine Antwort wusste. 1-1 bis jetzt. Der nächste Punkt entscheidet, Chat. Ja, Also den nächsten. noch drei Fragen. Theo, Ja. wie möchtest du in schwierigen Zeiten von Natalie unterstützt werden? Sei ganz ehrlich. Also das Wichtigste ist für Bitte mich, sag wie sie mich Backshots. unterstützen kann, ist mit Wörtern, Support, so, dass sie mir sagt, so, du schaffst das so, Theo. Und ich glaube an dich, das ist das Wichtigste für mich und dass sie mir auch in schwierigen Zeiten einfach hilft. So. Und wie? Ja, mit ihrem Support, so sprechen und so. Ah, okay, check, check. Und eben Ja, ja, darüber reden und so. denke ich mir auch, dass man darüber redet und guckt, wie du mir bei den Problemen helfen kannst, wenn ich die zum Beispiel nicht alleine lösen könnte und so, weil zum Beispiel ich bin manchmal ein bisschen vergesslich, so dass da bräuchte ich vielleicht immer ein bisschen Hilfe so. Alzheimer kickt. Wer hat das besser beantwortet, Nathalie? Die haben eigentlich dasselbe gesagt, nur anders. Ja, warum sagst du mir das nach? Ernst? Junge, warum drehst du deinen Stuhl und so? Sorry, sorry, Ehrlich, sorry. du nimmst das hier gar nicht ernst. Ey, ich. Doch. Es tut mir leid. Können wir Warte. weitermachen? Warte. Ja. Ich versuche hier eine gute Frage zu suchen. Warte, okay, für nächste Frage, ich mute jetzt, ehe mir das ja nichts hören kann. Theo, Ja. wie beeinflusst deine Kindheit deine Sicht auf Beziehungen heute? Also meine Kindheit, ich hatte halt früher auch so eine Kindheitsbeziehung, sage ich mal, meine allererste. Die hat mir so gezeigt, dass man so manche Sachen einfach gehen lassen muss auch teilweise. Oder wenn es nicht passt, dass man dann einfach sagt, okay, dann gehen wir getrennte Wege, aber im Guten so. Und ansonsten hat mir es so viel gezeigt, dass ich, wie ich mit Menschen umgehe, so, was ich machen kann, um meiner Frau so besseres Gefühl zu geben und so. Ja, okay, danke. Emir Bau, wie würdest du sagen, dass deine Kindheit die Sicht auf Beziehungen heute so beeinflusst hat? Boah, ich würde sagen, gar nicht so stark, wie schon gesagt, meine Kindheit war so, meine Eltern waren getrennt und so viel, deswegen habe ich das nie so richtig gecheckt und so. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich habe das so, von da weiß ich ja jetzt nicht, wie eine perfekte Beziehung aussieht. Oder Also würdest was du wollte ich einfach sagen? das Gegenteil von den Eltern so mäßig machen? Also Ja, so das auf Beste den, draus ja. machen? Okay, Das check. Beste draus machen, genau. Okay, wer das besser beantwortet? Ey. Ich kann das nicht mehr. Was macht der oben die ganze Zeit? Ich versuche zuzuhören. Ich sehe nur wieder da mit so einer. Ey, der nimmt das null ernst, ey. Ey, guck mal, Emil Würdest versucht du das hier. auch auf einem echten Date so machen? Na, guck mal, Emil versucht hier irgendwas zu sagen, aber eigentlich, er will schon wieder, er denkt nur schon wieder an Einölen. So. Sie hört nicht zu, Theo auf Nase, sie schiebt Schuld auf Theo. Ich höre zu, aber warum macht Theo das die ganze Zeit? Theo auf Koboldnase. Okay, es tut mir, also ich kann mich halt nur entschuldigen jetzt bei dir, aber ich hoffe, dass du es trotzdem Emils Frage verstanden hast. Ja, alles gut. Okay. Ich lese jetzt die Kommentare, Nathalie, sorry. du darfst ruhig lachen. Der ist kein Autist, also er ist auf jeden Fall sehr gesund. Okay, ich hatte die ganze Zeit Sorge, dass ich lache und ich das nicht darf. Also ich dachte jetzt nicht, dass er Autist ist, aber im Chat meinten das gerade alle und da war ich so, ich darf jetzt nicht lachen, aber ich dachte das nicht. Sie dachte, er ist behindert. Nein, dachte ich nicht, aber er kann ja ADR.
ADHS haben. Sie sind beide so. Aber er kann das extra machen, weil voll viele machen das ja extra so, damit der Stream interessanter ist und so. Nein. Ja, rausgeflogen ist mich random anschneiden. Ich denke mir, okay. Also wenn die alle so real sind, ne, dann. Siehst du, ich weine. Okay. Theo, einfach ein Monkey. Oh, Theo und sie würden so gut zusammen aussehen. Das hat ich keiner hätte... geschrieben. Das hat keiner geschrieben. Also, welche Frage fandest du jetzt besser? Welche Antwort? Ja. Was war nochmal die Frage? Okay. Na, also die ist auch ein Autist, ja, ich sag ehrlich. Die Antwort von unten ist eigentlich besser gewesen. Aber letztendlich muss man sagen, jeder hat andere Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Deswegen finde ich, ist das auch ein bisschen schwierig, wenn du keine schlimmen Erfahrungen gemacht hast, kannst du ja auch nicht so eine Antwort nennen. Doch, weißt du, was ich meine? Du kannst ja sagen, ich mache das genauso wie meine Eltern, die haben mir das perfekt vorgestellt. Ja, stimmt, dann gebe ich für unten. Das heißt... Also ich... Nein, du hast den Punkt nicht bekommen. Ich hab den Punkt. Hä? Ja. Du hast doch gesagt, meine Antwort war sogar gut. Du meinst, meine Antwort war gut. Ich bin ehrlich. Theo freestylt seine Antworten auf random. Theo, guck mal, das Einzige, was ich jetzt retten kann, ist ein Freestyle, Bro. Über Natalie. Es muss um Natalie gehen, okay? Natalie! Ich habe eine Frage und die entscheidet. Fertig. Nein, der muss jetzt ein Freestyle machen. Natalie! Kannst du bitte zu mir kommen? Ich würde dich gerne kennenlernen. Und mit dir tanzen. Tanzen, tanzen! Du weißt okay, gar nicht, lass diese Frage machen. Lass nächste Frage machen. Okay, lass mal jetzt weitermachen. Ja, du hast verloren. Hä? Ja, Emil hat die zwei Punkte. Eine Frage ist doch noch. Okay, noch eine Frage. Okay, jetzt letzte Frage. Was sind die kleinen Dinge, die du tust, um die Beziehung mit Natalie frisch lebendig zu halten? Ja, frisch halten. Wollen wir die voll andersrum machen mit dem Beantworten? Ja. Die hat keinen Bock mehr auf ihn. Nein, es geht darum, weil sonst könnte er sich ja theoretisch die ganze Zeit abgucken. Nein, ich wurde vorhin gestummt auf Kopfhörer, ich habe nichts gehört vorhin. Ja, jetzt ganz. Ja, um die Beziehung frisch zu halten. Ja, dass man oft was unternimmt. Ich bin jemand, der unternimmt gern Sachen, also vielleicht irgendwo, wie schon gesagt, was essen gehen, draußen was machen und so. Ich bin jemand, der ist eigentlich gar nicht so gern zu Hause so. Aber zu Hause kann man auch mal locker einen Film gucken, eine Serie zusammen anfangen oder so. Ja, so viel unternehmen, so Überraschungen und sowas. Okay, und Theo, was willst du machen, um deine Beziehung mit Natalie frisch zu halten und lebendig? Ich würde am besten so viele Sachen planen wie möglich, weil ich bin ja derjenige, der es auch planen muss. Ich finde, man sollte das als Mann auch übernehmen. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall ganz viele Ausflüge planen. So zum Beispiel, wir fliegen mal dahin oder wir machen mal eine Stadtrundfahrt so zusammen. Und ansonsten können wir ja so uns auch ein bisschen ausleben zusammen, so weißt du. Ja, ich habe das verstanden. Ich habe beides gehört. Beide Antworten waren solide. Dieser Funwender triggert mich. Ich denke, du willst gleich jemanden damit erschlagen. Nein. Theo ist ganz nett, der macht das nicht. Er ist ja Polizist. Bin ja nicht so. Guck mal, ich bin ja für die Menschheit da. Ich helfe ja den Menschen. Ja. Ich muss doch eh gar keine Entscheidung mehr machen. Das war doch nur die letzte Frage. Also ich muss was für Entscheidung machen. Ich muss ja keine Entscheidung mehr treffen, oder? An sich. Wer soll sonst treffen? Ich? Gibt es eine Möglichkeit, mit dir befreundet zu sein? Habe ich nicht nach den Punkten gewonnen, theoretisch? Ja, soll deswegen meine ich an sich, ich kann. Also, ich finde, beide haben eine solide Antwort gegeben. Beide hätten den Punkt bekommen.
Das ist jetzt noch eine Frage. Ja, will sie. Nein, Bro, sie will das Ergebnis haben. Was ist das Ergebnis? Ich will das Ergebnis haben. Du hast das Ergebnis ist, Emir Mono hat gewonnen. Sorry, Theo. Entschuldigung. Auf jeden Fall, danke, dass ihr diesen E-Day zugeschaut habt, okay? Schreibt in den Kommentaren Ads von Chayas, die fresh sind, und die werde ich auf dem nächsten E-Date einladen, okay? Helft einen kleinen Bachelor mit auf der Suche, weil ihr wisst, Bachelor, er kennt sich nicht mit Frauen aus. Ich kenne keine hübsche Frau auf diesem Planeten, so. Und abonniert diesen Channel, ich brauche 60.000 Abonnenten. Bachelor Zaddy. Hi, shit.